schaukeln, Anna. Oh ja. Hey, was soll das? Hört auf. Wir verteidigen nur unsere Burg. Das ist nicht nötig. Wir kommen in freundlicher Absicht. Aber was sollen wir denn dann machen in unserer Burg? Ihr könnt sie ja noch größer bauen. Ihr habt ja noch Steine übrig. Nein, das geht nicht. Wir sind zu klein, um die Steine da oben drauf zu bauen. Ich kann euch helfen. Au ja. Das wäre toll. Ich würde da unten aber noch Fenster einbauen, dann ist es nicht so dunkel. Okay, wir können an den Seiten Fenster einbauen und vorne eine Tür. Oh ja, das wäre super cool. Gut, aber noch cooler wäre es mit einem zweiten Stockwerk. Ich hole noch mehr Baumaterial mit meinem Traktor. Okay, super. Achtung, ich komme mit einem vollgeladenen Hänger. Ich helfe dir beim Abladen. Paul, ich gebe dir die Steine nach oben. Das wird so toll, die Burg ist schon richtig groß. Eigentlich sieht es gar nicht wie eine Burg aus, sondern wie ein Haus. Das stimmt. Ja, dann ist es eben ein Haus, ist doch egal. Hauptsache, es ist groß und unser eigenes Haus. Kann ich auch mal nach oben? Klar, ich helfe dir hoch. Oh, ist das schön. Ist das hier oben das Schlafzimmer? Hier könnten wir das Bett hinstellen. Das Bett hinstellen? Ja, oder nicht? Wir könnten daraus ein Bett bauen. Toll, und wer darf da schlafen? Ich. Ich will aber auch. Ich auch. Dann brauchen wir 4 Betten für jeden eines. Ja. Ich hole mein Kissen und meine Decke. Ich komme mit. Komm, Alex, wir holen auch unsere Decken. Aber das ist hier so uneben, total unbequem. Deswegen müssen wir auch zuerst eine Matratze hineinlegen. So, jetzt ist es bequem. Das ist total gemütlich und unten ist die Küche und das Wohnzimmer. Dafür brauchen wir auch noch Möbel. Das ist der Herd. Ich möchte noch ein paar Blumen ans Fenster. Und diese Kiste können wir als Esstisch nehmen. Wow, was habt ihr da gebaut? Das ist ja ein riesiges Haus. Ja, cool, oder? Ja, ganz toll. Wir essen jetzt übrigens Abendbrot. Oh, dürfen wir vielleicht hier in unserem Haus essen, Mama? Von mir aus? Ich kann euch belegte Brote rausbringen. Juhu! Oh, ich will dann auch hier Abend essen. Komm, wir fragen Mama, ob wir das auch dürfen. So, schaut, hier ist euer Abendessen. Danke, Mama. Das macht Spaß, ein eigenes Haus zu haben. Finde ich auch. Wir haben auch etwas zu essen dabei. Mama hat uns ein Picknick gemacht. Toll, sieht lecker aus. Dann guten Appetit. Danke gleichfalls. Wie wäre es, wenn wir heute in unserem Haus übernachten? Morgen ist doch keine Schule und kein Kindergarten. Das wäre toll. Am besten, wir fragen nachher gleich unsere Eltern. Oh ja, eine geniale Idee. Das Haus ist wirklich gut geworden. Und das habt ihr ganz alleine gebaut. Ja. Und jetzt würden wir gerne übernachten. Ich weiß nicht. So hier an der Straße finde ich das nicht so gut. Ach bitte, Papa, das wäre doch so toll. Wenn es jetzt hinten im Garten stehen würde, wo niemand Fremdes vorbeikommt. Ach bitte, Papa. Es ist zu groß, um es woanders hinzubringen. Aber wir können es so machen. Ich habe einen sehr guten Schlafsack. In dem könnte ich vor eurem Haus schlafen, dann seid ihr sicher. Ja, von der Polizei bewacht. Genau. Dann dürfen wir also übernachten. Ja, okay. Au ja! Dann suche ich gleich mal meinen Schlafsack heraus. Gute Nacht, Kinder. Gute Nacht. Schlaft gut. Gute Nacht. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Papa. Ja, bis morgen. Ich bin total aufgeregt. Ich auch, ob ich überhaupt einschlafen kann. Ich kann euch noch was vorlesen. So, dann mache ich es mir mal hier auf der Wiese bequem. So, die Geschichte ist zu Ende. Papa, bist du noch da? Ja, klar, Paul. Ich bin da. Alles gut. Du kannst jetzt schlafen. Huh.
gewesen. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ah, zum Glück gibt es hier ja eine Überdachung. Da kann ich mich darunter legen. Ach, jetzt kommt der Regen so schräg. Da werde ich hinten an der Wand sogar noch nass. Ach, was mache ich denn jetzt? Ich schaue mal nach den Kindern. Die schlafen tief und fest. Und die haben es tatsächlich trocken da drin. Vielleicht könnte ich mich ja unten ins Haus legen. Ah, da passe ich ja gerade noch rein. Hier ist es trocken. Prima. Guten Morgen. Guten Morgen. Papa, wo bist du? Hier unten. Oh, mir tut alles weh, vor allem der Rücken. Onkel Martin, komm, wir helfen dir raus. Warum hast du da unten geschlafen? Es hat geregnet und im Haus war es trocken. Ich habe gar nichts vom Regen mitbekommen. Wir sind auch gar nicht nass geworden. Guten Morgen. Hallo Mama. Na, wie habt ihr geschlafen? Gut. Es war toll. Ach, mir tut alles weh, besonders der Rücken. Zeig mal. Oh nein, was für ein Abdruck. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.